Was ist mit dem los? Der ist tot. Was haben die mit dem gemacht? War das die Moorleiche? Oh, wow. Die haben die Moorleiche besiegt, während ich nicht da war. Leider hat es Hawkins erwischt, aber naja, okay, Verlust. So. Craig. Fincher will, dass wir den südöstlichen Tempel angreifen. Mutig, mutig, Kleiner. Na, das kann ja was werden. Ja komm, ihr seid alle. Horte Trophäen. Das ist zu riskant. Hast du keinen anderen, den du vollquatschen kannst? Das ist zu riskant. Stehen alle zu gut. Wegen deines Lack? Der Anführer der Arbeiter, Hawkins, ist tot. Verdammt. Muss ich jetzt auch noch die Arbeiter beaufsichtigen? Naja, ist ja nicht zu ändern. Trotzdem danke für die Nachricht. Kriegt sogar Erfahrung, ne? Übrigens. Esteban weiß jetzt von der Geschichte mit Bruger. Ach, du Mistkerl, musstest ihm das wohl unbedingt erzählen, was? Das merke ich mir. Mach ruhig so weiter, wenn du dir massiven Ärger einhandeln willst, Bürschchen. Und jetzt verschwinde, ich hab zu tun. Kein Problem. Der Bus ist ein Arsch. Wenn es sein muss, werde ich warten. Besser so. Ist was? Suchst du wen? Das ist zu riskant. Ich würde gerne mal Don Esteban ausrauben. Vielleicht kann ich den ausrauben. Ne? Leider nicht. Was ist denn hier hinten eigentlich noch? Was willst du? Was ist hinter der Tür? Zum Zimmer des Don hat niemand Zutritt. Denk lieber nicht darüber nach. Wenn du hier herumschnüffelst, wirst du das bereuen. Verstehe. Naja. Don. Scordo hat die Hafenstadt im Griff. Er wartet nur auf ein Zeichen von dir, um die Weißen in der Stadt anzugreifen. Ha, ha, ich wusste es. Das ist gut. Das ist sehr gut. Der Inquisitor soll sich warm anziehen. Wie steht es um die Artefaktlieferung? Hat Scordo dir etwas mitgegeben? Scordo gab mir dieses Paket hier. Ich soll es dir geben. Großartig. Das hast du vortrefflich gemacht, Kleiner. Scordo scheint dir mächtig zu vertrauen, wenn er dir dieses Päckchen gibt. Und damit nicht nur du. Du hast es sogar an den Weißen vorbei bis zu mir. Achtung, du bist ein Teufelsgarten. Auf jemanden wie dich habe ich gewartet. Ab dem heutigen Tage bist du einer von uns und darfst dich Jäger nennen, mein Junge. Du hast dir den Respekt meiner Männer hier im Lager und der in der Hafenstadt reichlich verdient. Meinen Glückwunsch. Danke. Was geht denn jetzt los? Was hast du für Probleme? Viele meiner Männer haben Angst vor den Orden. Sie fürchten, dass der Inquisitor uns angreift. Und was glaubst du? Wenn der Inquisitor scharf auf unser Volk wäre, hätte er uns längst angegriffen. Offensichtlich hat er andere Pläne. Mach das mal meinen Männern klar. Wenn es nach denen ginge, hätten wir den Goldhafen längst aufgeteilt und das Lager dicht gemacht. Das kann so nicht weitergehen. Was könnte der Inquisitor vorhaben? Das ist eine gute Frage. Du wirst es herausfinden. Moment, nicht so schnell. Wie soll ich das anstellen? Ich schicke dich zu ihm, um zu verhandeln. Was soll ich dem Inquisitor sagen? Durch die Kämpfe mit den Weißen habe ich in letzter Zeit einfach viel zu viele Männer verloren. Wenn das so weitergeht, werden wir bald so geschwächt sein, dass sie uns am Ende doch noch. Wir müssen etwas dagegen unternehmen. Du wirst einen Waffenstillstand für mich aushandeln. Ich bin auch bereit, dafür zu bezahlen.
Was kannst du dem Inquisitor anbieten? Da ich nicht weiß, was er vorhat, weiß ich auch nicht, was er will. Unser Gold ist es anscheinend nicht. Er soll selbst sagen, was ihm der Frieden wert ist. Vielleicht erfahren wir ja auf diese Weise, was er vorhat. Wie komme ich an den Weißen vorbei? Sag ihnen, dass ich dich schicke. Das wird vermutlich schon reichen. Ich brauche eine bessere Rüstung. Wenn's mehr nicht ist, die kann ich dir geben. Du wirfst dein Gold auf meinen Haufen und ich gebe dir was Vernünftiges zum Anziehen. Besorg dir erstmal genügend Gold. Damit 1000 Gold für meine Rüstung haben. Du machst Geschäfte mit Piraten? Warum nicht? Wenn es sich lohnt, mache ich mit jedem Geschäfte. Aber das soll dich nicht interessieren, klar? Gut, ich werde deine Botschaft überbringen. Sei vorsichtig und lass dich nicht übers Ohr hauen. Das für seltsame Goldteile hier. Irgendwelche Goldeier, wie es aussieht. Kerzenleuchter. Naja. Kann ich den klauen? Leider nicht. Was haben wir denn jetzt für Quests noch? Welt, Verhandlung mit der Vulkanfestung. Wo ist die? Hier oben? Schätze ich mal. Okay. Naja, wenn es weiter nichts ist. So, dann machen wir uns jetzt mal zur Vulkanfestung aufmachen. Wieder ohne Rüstung. Wie viel Geld haben wir denn überhaupt? Die Hälfte. Ich kann nicht was verkaufen. Wer handelt hier? Schmied. Du handelst. Die angespannte Stimmung im Lager scheint sich etwas zu legen. Gut so. Wir werden unsere Kräfte noch brauchen. Ja? Wieso? Solange die Geschichte mit diesem verdammten unterirdischen Tempel nicht geklärt ist, sind wir immer noch in Gefahr. Ich möchte gar nicht wissen, welcher Höllenbrut in den tieferen Gängen dieser Ruinen noch herumgeistert. Mir reichen schon die Biester, die ich bisher gesehen habe. Ich möchte Eisenerz gegen Rohlinge tauschen. Gut, was willst du? Wie viel Eisenerz brauche ich denn? 8 Eisenerzbrocken mindestens für einen Einheit. Bla bla bla. Nein, so viel habe ich nie. Aber. Zeig mir deine Ware. Wir haben. Ach, das ist alles nichts wert hier, die Scheiße. Knüppel. Rostiges Schwert. Ach, ist es Zweihand oder Einhand? Ich verkaufe es einfach. So, Kriegsschild. Ring behalte ich erst, den verkaufen. Ach, ich krieg nie eine Rüstung zusammen, ey. Ja, was haben wir denn hier? Mana-Pilze. Zwei Mistgabeln oder Heugabeln. Schaufel, Spitzhacke. Schon wieder 3 Bohrmuscheln hier. Nein, handeln erstmal. So, versuchen wir mal, dass ich hier schmieden kann. Geh mal weg hier.